Grüß dich. Es freut mich, mit dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe. Doch die meisten nennen mich einfach nur den Pokémon-Professor. Jeder Winkel dieser Welt wird von wundersamen Lebewesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wir Menschen leben im Einklang mit diesen Pokémon. An manchen Tagen spielen wir ausgelassen miteinander, an anderen berichten wir mit vereinten Kräften unsere Arbeit. Manche Leute setzen Pokémon auch im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was meine Berufung ist, fragst du? Nun, ich widme mich der Forschung, damit wir unser Wissen über Pokémon vertiefen können. Aber erzähl mir doch ein bisschen über dich. Bitte wähle dein Foto aus. Mach mal das. Wie heiße ich denn? Basti heiße ich. Dein Name lautet also Basti, richtig? Ja, das stimmt. Verstehe, Basti heißt du also. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier ist ein Freund von dir, nicht wahr? Verrätst du mir auch seinen Namen? Nennen wir ihn Barry. Ja. Basti, es ist soweit. Dein ganz persönliches Abenteuer kann beginnen. Auf deiner Reise wirst du unzähligen Menschen und Pokémon begegnen. Du wirst gewiss viele interessante Dinge erleben und vielleicht auch mehr über dich selbst lernen. So, genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet auf dich. Trotz aller Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, schillernde Pokémon aufzuspüren. Das rote Gyarados scheint sich dem ehmütigen Team Parrot nicht zeigen zu wollen. Den Entenmutigen meine ich, sorry. Muss ich weiter drücken? Ja. Damit wären wir auch schon am Ende unserer Berichterstattung angelangt. Die Sondersendung Suche nach dem roten Gyarados wurde Ihnen präsentiert von Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Gladius und wir starten heute das Let's Play zu Pokémon Strahlender Diamant. Eigentlich hatte ich vorgehabt, Pokémon Legenden Arceus zu spielen. Aber ich dachte mir, fangen wir eher mit dem Chibi-Stil jetzt an. Bei Pokémon Legenden Arceus ist ja wieder im gleichen Stil wie Pokémon Schwert. Also kommt jetzt eher ein Chibi-Stil jetzt zwischendurch, dass wir dann mit Legenden Arceus weitermachen können. Naja, gucken wir uns einmal hier um in diesem Zimmer. Gleich vorweg, die einzigen Pokémon-Games, die ich gezockt habe, waren Pokémon Schwarz auf dem DS, aber das ist schon 10 Jahre her, und Pokémon Schwert, das haben wir letztes Jahr Let's Played. Und jetzt machen wir weiter mit Pokémon Strahlende Diamant. Da steht die neueste Videospielkonsole, eine Nintendo Switch. Wieso kann ich mich ins Bett legen? Okay. Mal schauen, was mit diesem Stil so alles gemacht wird, ne? Oder wie der auf mich einen Eindruck macht. Bis jetzt ist er ganz süß. Basti, Barry war eben hier und hat nach dir gesucht. Ich weiß zwar nicht, was er genau wollte, aber meint, es sei dringend. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Wettbewerbs. Der Showstar dieses Klugheitswettbewerbs ist im Anfängerrang ist Kay, ein fantastischer Auftritt mit einem vor Klugheit nur so sprühenden Pokémon. Das war's für heute auch schon von uns. Bis zum nächsten Mal. Aber ich glaube, diese Gen oder dieses Spiel ist ja das mit Cynthia, wenn ich mich nicht täusche. Auf das freue ich mich schon, weil Cynthia soll ja eine der schwierigsten Endboss-Gegner gewesen sein in der Liga. Mal gucken, wie wir uns gegen diese stellen. Noch etwas. Halte dich von hohem Gras fern, Basti. Du könntest dort sonst von wilden Pokémon angegriffen werden. Hättest du dein eigenes Pokémon dabei, wäre das was anderes, aber so. Verstanden, Mama. Gehen wir jetzt erstmal zu Barry. Aber der Stil ist nicht schlecht, würde ich sagen. Der gefällt mir bis jetzt. Klar, ist ein bisschen anders als der von Pokémon Schwert. Aber was soll's.
ist ja ein Remake von Pokémon Diamant, glaube ich. Mein lieber Scholli, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich meine, du kannst jetzt mit Leuten auf der ganzen Welt spielen und das völlig drahtlos. Ja, nee, mit diesem Account nicht, weil ich bei meinem Privataccount nicht mit Nintendo Switch Online verbunden bin. Muss ich vielleicht noch irgendwann machen, aber bis jetzt eher weniger. Hast du schon das Neueste gehört? Der Pokémon-Professor soll in den Nachbarort zurückgekehrt sein. Zuvor war er 4 Jahre lang nicht mehr in dieser Heimat. Ob er in all der Zeit wohl das ein oder andere faszinierende Pokémon entdeckt hat? Hey, Basti, ich will ein niedliches Pokémon haben. Das vorangegangene Programm wurde ihm präsentiert von Jubelstadt TV. Ach, das war gerade Werbung. Okay. Gucken wir einfach mal. Post, haben wir Post? Haben wir die Karte? Triff dich mit Barry. Passt, ich lasse alles auf normal. Grundeinstellungen. Habe ich irgendwas im Beutel? Außer 8000 Poké-Dollar nix. Zweiblattdorf, wo die jungen Triebe sprießen, sorry. Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen. Doch letztlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie sich gerne mit uns anfreunden. Gehst du dich wieder mit Barry treffen? Ja? Ihr zwei seid echt dicke Freunde. Und den Fernseher spreche ich nicht an, weil da wird ja wieder Werbung angezeigt. Ich glaube, hier muss ich rein, oder? Haus von Barry. Ja. Wie? Was? Oh hey, Basti. Hör mal, ich gehe zum See. Und du auch. Worauf wartest du noch? Beeil dich, zack, zack. Ich stell dir 1 Million Poké-Dollar in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich hab dich gewarnt. Ich hab was vergessen. Ach, gehen wir einfach rein in sein Haus. Oh, schön dich zu sehen, Basti. Du suchst bestimmt Barry, oder? Er ist eben rasch zur Tür raus, doch kam kurz darauf auch schon wieder zurück. Der Junge kann einfach nicht still sitzen, von wem er das bloß hat. Entweder von dir und deinem Mann, das muss doch klar sein. Ich nehme besser auch meinen Beutel und meine Abenteuernotizen mit. Oh, hey, Basti. Los, nichts wie auf zum See. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns dann unterwegs. Und trödel ja nicht rum, sonst werden 10 Millionen Poké-Dollar Strafe fällig. Okay. Du wirst einen Blick auf den PC-Bildschirm. Abenteuerregel Nummer 1. Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Nummer 2. Wähle Speichern, um den Fortschritt zu speichern. Mehr steht da nicht. Ja, das ist klar. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Und ich sage gleich vorweg, ich kenne die Story gar nicht. Ich weiß nur, dass Cynthia der Champion von diesem Game sein muss. Ist, glaube ich. Hoffe ich, weil ich habe Bock auf Cynthia. Nicht falsch verstehen, bitte. So. Route 201. Sag mal, du hast doch auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gyarados. Die geheimnisvolle Sichtung des wütenden Pokémon in einem See. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich wette mit dir, dass bei uns im See auch so ein Pokémon lebt. Und weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir ziehen los und suchen es. Kann ich irgendwie schneller rennen? Zum Beispiel hier. Zum See der Wahrheit, der See der Gefühle. Alles klar, auch zum See. Wir werden das rote Gyarados finden. Nanu? Professor, am anderen Ufer konnte ich auch nichts Außergewöhnliches entdecken. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Irgendwas scheint anders zu sein als früher, aber egal. Immerhin haben wir den See gesehen. Belassen wir es fürs Erste dabei. Lucia, gehen wir. Professor, wie gefällt es Ihnen eigentlich, wieder hier in der Sinnoh-Region zu sein? Nach 4 Jahren muss es sehr aufregend für sie sein, nicht wahr? Nun ja, eins kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Diese Region ist wie geschaffen für unsere Studien. Entschuldigung, dürfen wir bitte mal durch?
würde sagen, wir haben es eilig. Was sollte das denn, diese zwei? Hä? Basti, los, wir sehen uns das mal an. Was sagst du da? Bloß nicht ins hohe Gras? Ach was, kein Problem. Wir werden uns nicht lange genug im hohen Gras aufhalten, um wilde Pokémon anzulocken. Ein Koffer? Diese Leute von eben müssen ihn hier vergessen haben. Was machen wir jetzt damit? Wir könnten ihnen das Ding ja zurückbringen, aber wer waren die überhaupt? Ich habe gehört, wie einer mit Professor angeredet wurde. War... Pokémon? Was jetzt? Sieh mal, da liegen Pokébälle. Los, schnappen wir uns jeder ein Pokémon, dann wird gekämpft. Welches soll ich denn nun wählen? Ich darf nicht sehen, welches es ist. Doch, hier. Ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich... Ja. Ich nehme, glaube ich, das Wasser-Pokémon. Weil ich da jetzt einfach Bock drauf habe. Ein Staralali erscheint. Gehen wir mal auf Klaps. Ja, Klaps. Perfekt. Linfa setzt Klaps ein. Heuler setzt es ein. Ach, mein Angriff sinkt auch noch. Willst du mich verarschen? Jetzt aber keinen Heuler einsetzen. Perfekt. Ist es down? Ja, perfekto. Okay. Erfahrungspunkte erhalten. Aber gefällt mir. Boah, dein Plinfer war echt spitze. Aber mein Gelast war natürlich um länger besser als dein Pokémon. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal uns. Aber wir hatten ja keine Wahl, wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen, oder? Ah, da ist ja der Koffer. Der Professor wäre sicher im Dreieck gesprungen, wenn ich ihn verloren hätte. Nu, oh nein. Habt ihr zwar etwa die Pokémon hier rausgenommen? Echt jetzt? Ach du meine Güte. Was wird der Professor nur dazu sagen? Das ist ganz und gar nicht gut. Ich nehme den Koffer jetzt lieber erstmal mit. Was sollte das denn jetzt? Basti, los. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Mein Pokémon wurde außerdem bei dem Kampf verletzt. Sollte man nochmal angegriffen werden, könnte es brenzlig werden. Okay, dann laufen wir jetzt automatisch ihm hinterher. Geh rück vor, ich folge dir. Ich weiß zwar, dass wir die Pokémon nicht behalten können, aber ich hätte trotzdem gerne noch etwas mehr Zeit mit meinem verbracht. Okay, hier kommen wir nicht lang. Da. Oh, das ist doch der Typ von vorhin. Warum starrt er uns so eindringlich an? Hm. Lucy hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeig sie mir bitte mal. Hm. Linfa und... Gelast. Hm, so ist das also. Lucia, ich gehe zurück ins Labor. Jawohl. Professor, warten Sie auf mich. Schaut am besten später mal bei uns im Labor vorbei. Bis dann. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, hätte er uns auch einfach anschreien können. Und wieso wollte er nicht mal, dass wir seine Pokémon zurückgeben? Was soll's? Komm, Basti, lass uns nach Hause gehen. Was gibt es, mein Schatz? Mensch, das ist ja kaum zu glauben, was euch da passiert ist. Aber Hauptsache, du und Barry seid wohl auf. Bei dem Professor, den du gerade erwähnt hast, handelt es sich doch bestimmt um Professor Eibe aus Sangeme, nicht wahr? Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine bahnbrechenden Studien zu Pokémon. Andererseits gibt es auch Gerüchte, wonach er ziemlich einschüchtern sein soll. Ich finde, du solltest ihm in Sangeme einen Besuch abstatten. Dann kannst du ihm erklären, warum dir nichts anderes übrig blieb, als sein Pokémon zu borgen. Mach dir keine Sorgen, er wird sicher Verständnis für dich haben. Ach übrigens, ich habe noch etwas für dich. Hier, Basti, zieh sie mal an.
Turbotreter. Danke! Der Weg nach San Geme ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Doch mit diesen Turbotretern bringst du auch weitere Strecken in Windeseile hinter dich. Ich lese dir dann mal die Gebrauchsanleitung vor. Also spitz schön die Ohren. Neige den L-Stick besonders stark, um schneller zu rennen als je zuvor. Zieh deine Turbotreter an und mach dich auf den Weg zu neuen Abenteuern. So, das wäre alles ziemlich cool, nicht wahr? Ja, ist deutlich besser. Deutlich besser. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir müssen hier lang. Pokémon fangen können wir jetzt nicht. Wir können nur kämpfen. Klaps ist effektiv. So. Aber falls ihr euch wundert, warum ich dieses Wasser-Pokémon jetzt gewählt habe und nicht das Feuer, weil Feuer ist ja meistens eigentlich immer das Stärkere von allen dreien. Ich dachte mir, wenn ich schon Pokémon-Game spiele, dann nehme ich jedes Mal einen anderen Starter-Element, weil wir haben ja Pokémon-Schwert mit Feuer durchgespielt. Also spielen wir jetzt strahlender Diamant mit Wasser durch. Beim nächsten Pokémon spielen wir dann mit Pflanze. Oder so hatte ich zumindest vor. Das wird dann Legenden Arceus sein. Wo wir dann mit Pflanze spielen. So. Wir müssen... Tipps für Trainer. Nur keine Schüchternheit. Sprich alle Leute an, die du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und Ratschläge. Wieso kann ich hier entlang? Da ist doch nichts. Wäre hier ein Item, würde ich hier... Naja. Im hohen Gras lauern wilde Pokémon, die jederzeit hervorspringen können. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, dann nichts wie ab ins hohe Gras. Möchtest du ihnen aber aus dem Weg gehen, dann mach lieber einen Bogen drum. Wenn sich die Gesundheit deines Pokémons verschlechtert und seine KP sinken, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Ey, komm. Gut, dann kämpfen wir einfach weiter. Bidiza. Das Bidiza ist Level 2. Ich muss schon wieder drei Klaps benutzen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir die Kämpfe haben. Euler. Naja. Okay. Level Aufstieg. Klinfer lernt Aquaknarre. Echt jetzt? Naja. Ich wollte ja nur mit dem Trainer hier reden oder mit der Dame. Hallo, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass die Gesundheit von Pokémon in Kraftpunkten, kurz gesagt KP, gemessen wird? Fallen die KP eines Pokémon auf Null, wird es Kampf und Weg. Sinken die KP eines Pokémon, solltest du es daher mit einem Trank heilen. Hier, diese Tränke schenke ich dir. Eine Kostprobe sozusagen. Sie gelangen automatisch in die Medizintasche deines Beutels. Praktisch nicht. Wie viele habe ich denn erhalten? Alter, das ist... Sehr oft kommt das vor. Ich laufe weg. Ich möchte nämlich die Story noch ein bisschen vorantreiben. So, Renubier. Diese Stufe hier dient als Abkürzung nach Zweiblattdorf. Bist du einmal unten, kannst du allerdings nicht wieder hochspringen. Hier. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit. Der Professor wartet bereits.
Da wären wir auch schon. Das ist unser Pokémon-Labor. Dann wollen wir mal reingehen. Was zum... Oh, du bist es, Basti. Hör mal, dieser alte Typ. Angst machte mir keine, aber der sieht echt... Der steht echt voll neben sich. Ach, was soll's. Ich mach mich vom Acker. Bis bald. Wow, was war das denn? Mein Freund scheint es hier mächtig eilig zu haben. Na, wie dem auch sei. Gehen wir rein. Da bist du ja endlich. Basti war dein Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Verstehe. Ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Plinfer einfach. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben. Möchtest du das tun? Nein. Dein Freund Barry hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass das dein allererster Kampf war, sollst du dich recht gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und diesem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Plinfer anvertrauen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, oh, ich will gar nicht darüber nachdenken. Kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dir gerne um einen Gefallen, bitten. Mein Name lautet Aibe. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Zu diesem Zweck müssen mit Hilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh aufzeichnen kannst. Bist du damit einverstanden? Ja. Die Antwort gefällt mir. Du hältst den Pokédex. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten und alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Ich habe auch so einen Pokédex wie du. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt nämlich unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige, aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Basti, dies ist der Beginn deines großen Abenteuers. Mein erstes Pokémon war... Anflam. Wäre am See deine Wahl auf Planflam gefallen, hätten wir nun beide das gleiche Pokémon. Aber das ist ja auch nicht so weiter wichtig. Mein Name ist übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Wie du siehst, sind wir zwei auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Schritte voraus bin. Das ist alles. Ich freue mich schon darauf, dir das ein oder andere erklären zu können. Wirklich schön, dich kennenzulernen, Basti. Okay. Ich bin der Vater von Lucia und ich unterstütze euch gerne bei der Aufgabe, die ihr vom Professor Alba erhalten habt. Ich bin mir sicher, wir können uns auf euch verlassen. Professor Alba hat zusammen mit einem Professor aus Kanto einen neuen Pokédex entwickelt. Okay. Der Bildschirm ist übersät von verklopften Fachbegriffen und wissenschaftlichen Texten. Okay. Gut, Basti. Da ich ja quasi deine Mentorin bin, erkläre ich dir nur ein paar Dinge. Als deutlich erfahrener Pokémon-Trainer und Assistentin des Professors ist das geradezu meine Pflicht. Dann komm mal mit. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Okay, das Licht ist gerade ein bisschen bescheuert, deswegen ist es nicht mehr rot, sondern eher orange-gelblich. Hier kannst du Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über so ein Pokémon-Center. Bei diesem Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frisch gebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können, aber lass dich davon nicht entmutigen. Ach, da fällt mir ein. Vergiss nicht, zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Albe bei der Erstellung des Pokédex helfen wirst. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen, da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Lass aber vorher noch dein Pokémon im Pokémon-Center heilen. So reist es sich nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los, mach gut.
Okay. Und ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns ein bisschen die Stadt an und gehen zurück und geben unserer Mutter Bescheid, dass wir uns auf eine Reise machen. Ciao. Euer Gladius.